Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Nader El Ali ist bei uns, der CEO von DemoUp Cliplister. Und wir sprechen über ein Unternehmen, das gerade gemerged wurde aus den beiden Unternehmen DemoUp und Cliplister. Deswegen auch dieser etwas lange Name DemoUp Cliplister. Und wir sprechen vor allem eben über diese Transaktion, was dabei schiefgehen kann, wie es überhaupt dazu kam, was so die Fallstricke sind. Und wir sprechen aber auch über das Thema Turnaround. Auch dazu hat Nader sehr, sehr viel zu erzählen. Von daher ein tolles Gespräch. Ich freue mich drauf. Wir gehen sofort rein. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Du möchtest lange vor dem Börsengang an der Wertentwicklung von Startups partizipieren? Dann schaue jetzt auf www.inventure.de/podcast vorbei und erhalte einen Gutschein für deine erste Investition. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Nader El Ali, CEO von DemoUp Cliplister. Also ich freue mich sehr, Nader El Ali ist hier, der CEO von DemoUp Cliplister. Und wir sprechen über eine spannende Fusion, die da passiert ist. Aber erstmal herzlich willkommen. Hallo Nader. Hallo Jan, grüß dich. Freue mich sehr, dass wir sprechen. Also ihr habt euch zusammengetan. Die DemoUp und Cliplister waren ursprünglich wahrscheinlich sogar Kontrahenten. Ihr seid auf jeden Fall im gleichen Space unterwegs gewesen. Und jetzt müssen wir gleich mal drüber sprechen, erstmal, was der Space ist. Und dann sprechen wir wahrscheinlich drüber, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, sehr gerne. Also du hast recht, wir waren Kontrahenten, Wettbewerber im deutschen Markt. DemoUp und Cliplister sind zwei B2B-SaaS-Unternehmen im E-Commerce-Space. Und wir haben beide Firmen zusammengelegt, fusioniert und fungieren jetzt als eine Gesellschaft. Ja. Möchtest du den Space nochmal ein bisschen beschreiben für die Hörerinnen und Hörer, die damit nichts anfangen können oder die euch vielleicht auch nicht kannten? Und vielleicht kannst du damit auch nochmal kurz erzählen, wie groß die beiden Firmen waren. Ja, sehr gerne. Also wir sind jetzt zusammen, kommen wir so auf rund 100 Mitarbeiter in Berlin und in Kiel. Und wir bezeichnen uns als Product Experience Plattform. Also auf der einen Seite können Marken ihre visuellen Assets, seien es jetzt Bilder, Videos, 3D-Modelle der Produkte, auf der Plattform hochladen. Dann können wir es dort einfach und effizient in der Cloud verwalten. Haben jetzt zusammen knapp 2000 Marken auf der Plattform. Alles bekannte globale Marken von Samsung, Logitech, Panasonic, Bosch, Gerchia und wie sie alle heißen. Auf der anderen Seite können sich Händler andocken und auf diesen zentralen Content-Pool dann zugreifen. Wir haben knapp 300 Händler, Online-Shops in Europa angebunden, von einem Otto über einen Mediamarkt, Obi, Konrad, Lidl. Und diese Händler können dann auf den Content-Pool zugreifen. Durch unsere Software werden dann automatisch tausende Produktseiten mit dem passenden Content verknüpft und angereichert. Und so helfen wir im Endeffekt allen Akteuren im E-Commerce, die Produktpräsentation zu optimieren. Ja, auf eurer Webseite steht, dass ihr euch zusammengeschlossen habt, um Europas führende Product Experience Plattform aufzubauen. Und ist die Product Experience quasi, dass ihr tatsächlich mehr vom Produkt zeigt in dem Moment und deswegen sind eben auch Händler quasi eure Zielgruppe, weil die dann dafür, was ich im Gegenzug, mehr Vertrauen ins Produkt und bei der Hilfe bei der Kaufentscheidung bekommen von euch? Genau so ist es. Ne? Also Videos und 3D-Modelle oder Augmented Reality, das sind jetzt eher so innovative Content-Formate, sind einfach im E-Commerce super wichtig für Konsumenten, um die Produkte besser zu erleben und zu verstehen. Und wir unterstützen im Endeffekt dabei sowohl die Händler als auch die Marken, dass dieser Content sehr einfach und effizient in den Online-Shops landet. Ja, und jetzt, ich kenne jetzt den Markt zu wenig. Ich kann mir den natürlich so herleiten und verstehen, aber ich kenne jetzt nicht zum Beispiel die Anzahl der Wettbewerber und ich kenne jetzt auch nicht die Pricings, die dahinter hängen. Und also quasi das Pricing ergibt sich ja so ein bisschen aus eurem Aufwand, aber auch dem Mehrwert, den ihr stiftet. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen durchführen, wie der Markt quasi so von den Eckdaten her aussieht. Genau, also tatsächlich gab es bisher noch viele, viele Marken und Händler, die das Ganze manuell gemanagt haben. Kannst du dir das so vorstellen, dass dann ein Shop von seinen ganzen Marken den Content teilweise einfach manuell per E-Mail oder FTP-Server oder irgendwelchen Dropbox-Links zugeschickt bekommen hat. Das ist sowohl für die Marke aufwendig, weil sie das für jeden Händler einzeln machen muss. Das ist für den Shop unschön,
weil der tausende Marken hat und dann mit Content im Endeffekt zugeschüttet wird, den er dann auch noch einbinden muss. Mhm. Es gibt hier und da Wettbewerber, klar, die so einzelne Produktelemente, die wir jetzt bei uns im Portfolio haben, auch bedienen. Das schaut aber ein bisschen anders aus. Ne? Also wir binden uns immer ganz nativ in der Fotogalerie der Händler ein, also ganz weit oben auf der Produktseite. Und es gibt Wettbewerber, die dann sogenannte Microsites einbinden. Da muss dann der Konsument halt ein bisschen weiter runter scrollen, damit er dann den Content zum Beispiel sieht. Mhm. Ihr habt 2000 oder über 2000 Brands und über 300 Retailer. Und sieht man an diesem Verhältnis schon, dass quasi euer Einflugwinkel auf diesen Markt immer über die Brands geht und ihr quasi das als Mehrwert verkauft, um zu sagen, naja, wenn sich jemand für, ich sage mal, eine Melitta-Kaffeemaschine entscheiden soll, dann macht es natürlich Sinn. Wir erklären diese eben über ein Video oder über ein Content-Element. Und sind das dann quasi hinterher so trojanische Pferde auf den Händlerseiten oder wie hat man sich den Prozess vorzustellen? Oder zahlen auch die Händler an euch? Genau, also das Ganze kannst du dir ein bisschen wie ein Marktplatzmodell vorstellen. Also du bist halt erst dann für die Shops wirklich interessant mit deiner Lösung, mit deiner Plattform, wenn du viele Marken drauf hast. Und für die Marken wiederum bist du auch erst dann interessant, wenn du viele Shops drauf hast. Okay. Und also es war nicht leicht, dieses Geschäftsmodell aufzubauen. Es hat ja auch viel, viel Zeit in Anspruch genommen. Mein Clip-Lister ist seit 10 Jahren auf dem Markt, Demo-Up seit knapp 5-6 Jahren. Und im Endeffekt wurde das so gelöst, dass es für die Marken am Anfang ein kostenfreier Service war, den Content zur Verfügung zu stellen. Und die Shops im Endeffekt für die IT-Einbindung, für die IT-Lösung gezahlt haben. Und jetzt sind wir aber an einem Punkt angelangt, wo wir die Plattform eben auch für die Marken weiterentwickeln wollen mit weiteren Features, Analytics und weiteren hilfreichen Lösungen. Und deswegen monetarisieren wir jetzt eben auch auf Seiten der Marken. Und die Monetarisierung, also ich finde das ja erstmal ein cleveres Modell, wenn man auf beiden Seiten monetarisieren kann, aber du musst jetzt keine Details nennen, aber vielleicht kannst du mal so ungefähr ein Verständnis dafür mal vermitteln. Sind das dann, kann man sich das vorstellen, so vierstellige Umsätze im Jahr mit einer Marke oder fünfstellige oder dreistellige, also nur mal so eine ganz grobe Hausnummer, um auch vielleicht mal hochzurechnen, wie wichtig ihr dann hinterher in diesem ganzen Prozess seid? Ja, also unser Pricing liegt im Endeffekt, hängt damit zusammen, wie groß die Marke ist und wie viel Content sie zur Verfügung stellt, ob sie den jetzt nur in Deutschland oder international ausspielen möchte. Und da sind im Endeffekt Preispunkte zwischen 500 und mehreren tausend Euro im Monat bei uns auf der Plattform möglich. Super. Und jetzt reden wir vor dem Hintergrund einer Fusion. Ne? Es haben jetzt sich zwei Marktteilnehmer gesucht und gefunden, hoffentlich. Wie viele andere Marktteilnehmer gab es denn noch, die möglicherweise jetzt auch noch Teil dieser Fusion? Also es kann ja auch sein, ihr habt jetzt Blut geleckt und es geht jetzt noch weiter. Macht das, also konsolidiert sich der Markt gerade oder haben jetzt hier quasi die beiden wichtigsten Teilnehmer sich schon gesucht und gefunden? Also ich glaube, man kann schon sagen, dass ein deutschsprachiger Markt mit Demo-Up und Clip-Lister, also wenn du dir im Endeffekt mal das Portfolio anschaust an Marken und Shops, die wir hier in Deutschland jetzt bedienen, sind eigentlich im Endeffekt alle wesentlichen Namen abgebildet. Von daher kann man sagen, in Deutschland haben sich da sicherlich die zwei großen Player zusammengetan. International in Europa wird es spannend, denn da wollen wir jetzt wachsen, da wollen wir jetzt Gas geben. Und da werden wir uns jetzt den Markt ganz genau anschauen, was da noch Sinn machen kann. Und es ist ja sehr, sehr spannend. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ja möglicherweise viele Startups haben, dass man irgendwann, wir gucken jetzt zum Beispiel gerade in den ganzen Quick-Commerce-Bereich die ganze Zeit an, wo wir halt so eine richtige Schlacht sehen. Das gab es auch früher mal bei dem ganzen Groupon, Daily-Deal-Bereich und sowas. Und dann ist natürlich hinterher die Frage, in solchen Schlachten ist ja dann oft auch Google oder sowas der lachende Gewinner, ne? Also die Marketingkanäle. Wann kommt man an den Punkt, wo man sagt, man müsste mal sprechen und ist es nicht vielleicht sinnvoller, wir geben unser Geld nicht für die, weiß nicht, am Behaken der Kundenfront aus, sondern wir versuchen eher intern nach Stärken zu suchen und Synergien und bauen dann was Gemeinsames auf. Du meinst das mit Plattformen wie einem Amazon oder Marktplätzen oder worauf möchtest du noch? Nein, ich möchte darauf hinaus, wann kam bei euch die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, es macht total Sinn, dass wir wirklich hier sprechen. Wir versuchen den ehemaligen Wettbewerber nicht mehr als Kontrahenten zu sehen, sondern wir überlegen mal, ob die Synergien hinterher nicht größer sind als das, was man vielleicht irgendwie quasi bis jetzt gesehen hat. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Winner-Takes-It-All-Markt, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm. Ja, es hat also absolut Sinn gemacht, einfach die Firmen zusammenzulegen. Also wir haben gesehen, Clip-Lister war in Deutschland super stark. Also für uns ist es im Vertrieb sehr schwer gewesen, an Clip-Lister vorbeizukommen. Demo-Up war in den europäischen Nachbarländern sehr stark vertreten, in Spanien, Portugal, der Schweiz.
Clipliste hatte nochmal eine breitere Produkt- und Feature-Palette. Von daher hat das Ganze, hat dieser Zusammenschluss im Endeffekt Sinn gemacht. Ne? Es wurde clever und smart eingefädelt von einem unserer Investoren, der da federführend tätig war, der Björn Jopen, zusammen mit dem Dr. Fabian Bohne, die das im Endeffekt relativ früh erkannt haben und ja, dann im Endeffekt beide Unternehmen auch an einen Tisch gebracht haben. Und also beide Unternehmen, jetzt kann man sich vorstellen, ihr sitzt da an einem Tisch. Wie war denn so das erste Aufeinandertreffen? Ja, das erste Treffen war schon merkwürdig, weil man eben zu dem Zeitpunkt halt ganz klar Wettbewerber war. Aber das Eis ist relativ schnell gebrochen, weil einfach beide Seiten sehr schnell verstanden haben, dass es Sinn macht. Und Ali Gürler, der Gesellschafter und Gründer der Cliplister, hat noch den Sören Schulze als Geschäftsführerpartner an seiner Seite. Die haben das Potenzial einfach direkt auch erkannt und dann war das relativ schnell ein partnerschaftliches Verhältnis, das wir hatten. Die Due Diligence, die dann kommt in so einem Prozess und die Verhandlungen gingen relativ effizient. Das Ganze hat uns so 6 bis 8 Monate in Anspruch genommen und dann war das Ganze auch schon unter Dach und Fach. Also jetzt, das war jetzt mir fast ein Tick zu schnell. Ne? Also ich kann verstehen, man sitzt am Anfang da und hat weiß gar nicht, wie sehr möchte man sich in die Karten gucken lassen. Aber dann, was sind denn so die Dinge, wenn man sich jetzt so vorstellt, jeder deckt vielleicht so nacheinander so eine Zeile auf oder legt eine Karte auf den Tisch. Wie lange dauert denn dieser Prozess, bis man dann wirklich begreift oder worauf achtet man denn vielleicht auch am Anfang? Also weil Investoren sagen, sprecht mal, möglicherweise, weil sie sagen, wir glauben nicht dran, das Unternehmen weiter zu finanzieren in so einem wettbewerbsintensiven Umfeld oder weil man die Opportunities gesehen hat. Aber bis der Gedanke reift, das muss ja doch wahrscheinlich, also das geht ja nicht von jetzt auf gleich, ne? Nö, das hat ein bisschen gedauert. Also für uns war es vor allem sehr wichtig, in dem Prozess genau zu verstehen, ob diese weiteren Produktelemente, die Cliplister im Portfolio hat, ob die in so einem konsolidierten Geschäft Sinn machen. Und Cliplister hatte da einiges an Produktelementen, viele KI-Elemente zum Beispiel noch mit drin, die jetzt noch nicht so aktiv im Vertrieb vermarktet wurden und von daher nur von wenigen Kunden genutzt wurden. Und für uns war halt wichtig zu verstehen, okay, ist das etwas, was uns helfen kann, das gesamte Geschäft dann auch zu skalieren? Und das hat sicherlich einiges an Zeit gebraucht, bis wir das alles verstanden, analysiert haben, mit Kunden gesprochen haben und dann zum Entschluss kam, okay, das macht Sinn. Ja, mit Kunden gesprochen, ich glaube, das ist wahrscheinlich der letzte Schritt. Ne? Vorher muss man ja wahrscheinlich mal irgendwie, ich vermute mal, das ist ja wie eine Neugründung fast, dass man plötzlich hingeht und sagt, naja, schau mal, hier kommen so Assets zusammen, so Teamstrukturen, so und so könnte das aussehen. Das ist unser neuer Businessplan. Wir haben jetzt, keine Ahnung, eine viel größere Vision entwickelt, haben aber auch gemerkt, wir haben jetzt Dinge doppelt und andere Dinge haben wir gar nicht. Also das ist doch wahrscheinlich ein sehr aufwendiger Prozess, auch die Investoren dann abzuholen, ne? Oder sich selbst auch abzuholen. Ja, absolut, absolut, das sagst du. Also auch das Team dann abzuholen. Also wir hatten jetzt letzte Woche unser erstes persönliches Teamtreffen mit allen Mitarbeitern hier in Berlin. Es war ja mit Corona nicht so einfach, alle mal zusammenzuführen. Und das ist schon, klar, eine Herausforderung. Ne? Du hast unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Prozesse. Und da arbeiten wir jetzt sehr hart dran, um das zusammenwachsen zu lassen. Und also was hat sich denn jetzt geändert bei euch? Also das, Teamkulturen, da treffen jetzt wahrscheinlich zwei sehr unterschiedliche Teamkulturen aufeinander. Ne? Also ich stelle mir jetzt mal vor, der FC Bayern München und Dortmund entscheiden morgen, also der BVB sagen morgen, wir sind jetzt ein Team, ne? Und weil wir glauben, dass wir dadurch in der Champions League besser sind. Das ist ja so ein bisschen vielleicht die Logik dahinter. Da kommen ja zwei sehr unterschiedliche Charaktere und Teamkulturen aufeinander. Kann das funktionieren? Ich glaube schon, dass das funktionieren kann, aber man muss da natürlich dran arbeiten und sich das zu Herzen nehmen, auch die Ängste der Mitarbeiter, die in so einem Prozess aufkommen. Ne? Für Mitarbeiter ist es ja auch erstmal dann ungewohnt, okay, was passiert da? Werden vielleicht irgendwie Stellen abgebaut, werden Stellen überflüssig? Aber das ist ja nicht der Fall bei uns. Ne? Wir wollen jetzt stark wachsen, wir wollen skalieren und wir glauben an unser Team, das wir jetzt haben und wollen weitere Talente dazu holen. Ja, du hast mir im Vorfeld auch gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter. Ne? Das kannst du vielleicht auch mal kurz erzählen, welche Art von Mitarbeitern ihr sucht. Aber vielleicht kannst du das einbetten mal in die Beschreibung eurer aktuellen Teamkultur. Ist die jetzt gerade sehr unruhig oder also habt ihr schon, ich weiß nicht, sowas wie gemeinsame Werte und gemeinsame Leitsätze und sowas definiert oder wo befindet ihr euch da gerade? Ja, absolut. Also das haben wir jetzt schon im ersten Workshop gemeinsam erarbeitet und wir sehen auch, dass die Teams zusammenwachsen. Also sehr schön, vor allem dieses persönliche Treffen hat sehr gut getan. Da entstehen jetzt auch erste Freundschaften. Und du weißt ja, wie das ist. Ne? Wenn man einmal ein Bier zusammengetrunken hat, dann ist einfach die Kultur oder ist das Verhältnis einfach ganz anders.
Und wir suchen sehr viele Leute im Entwicklerbereich, im Engineering. Wir suchen viele Vertriebler, europäische Vertriebler, französisch, spanischsprachige, englischsprachige Kollegen. Von daher gerne mal auf unsere Webseite schauen. Da haben wir alle Jobprofile ausgeschrieben. Und wir freuen uns sehr, wenn wir da neue Kollegen bald dazu gewinnen. Und dann lass uns mal so einen Ausblick. Also jetzt gehen wir mal davon aus, diese Fusion läuft so, wie ihr euch das gewünscht habt. Mhm. Wo geht jetzt die Reise hin? Ja, also wir glauben auf jeden Fall, dass wir aus dem Thema was ganz Großes bauen können. Also wir sind da jetzt sehr motiviert, zum europäischen Champion aufzubauen. Und unsere Strategie ist jetzt ganz klar, im europäischen Ausland anzugreifen und uns die ganzen großen Shops dort vorzunehmen. Die Marken-Connections haben wir jetzt in Deutschland und das ist relativ einfach und schnell, dann auch an die globalen Kollegen ranzukommen, wenn man schon in Deutschland erfolgreich zusammenarbeitet mit den Marken. Das heißt, unser Hauptfokus ist jetzt vor allem, die europäischen Retailer zu gewinnen auf die Plattform. Super. Also klingt erstmal so, als wärst du davon überzeugt, dass es alles genau richtig war. Ich möchte das auch gar nicht kritisch hinterfragen, aber von daher kann man euch wahrscheinlich nur beglückwünschen, dass das scheinbar sehr reibungslos über die Bühne geht und ohne großes Blutvergießen. Was sind denn vielleicht nochmal so rückblickend deine Erfahrungen, so Do's und Don'ts, die man unbedingt machen sollte, wenn man, man kann von deiner Erfahrung, die du gerade sehr, sehr freundlich geteilt hast, zehren, aber vielleicht gibt es ja noch Dinge, wo du sagst, boah, die hätten wir besser nicht gemacht oder wir hätten sie vielleicht besser früher gemacht oder da hätte ich besser einen anderen Ton getroffen oder, keine Ahnung, den und den früher abgeholt. Also es gibt wahrscheinlich so viele kleine Fettnäpfchen, die man auch treten kann oder Dinge, wo du retrospektiv sagst, hätte man anders machen können. Ja, also auf jeden Fall immer sehr offen, sehr direkt klar kommunizieren, auch Richtung der Shareholder. Wir haben ja ein sehr großes Feld an Investoren, an Business Angels und auch den einen oder anderen VC bei uns im Cap-Table drin. Von daher sehr wichtig, immer sehr offen und klar zu kommunizieren. Und was ich halt jetzt durch die Fusion auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man auch so einem augenscheinlichen Wettbewerber erstmal offen gegenübertreten sollte. Ne? Mhm. Und einfach mal kreativ überlegen sollte, was denn da für eine Art von Zusammenarbeit Sinn machen kann. Weil da entstehen dann im Endeffekt sehr spannende Potenziale. Ja, man sagt ja immer eigentlich, glaube ich, jeder Wettbewerber ist auch ein potenzieller Partner. Jetzt nicht zwangsläufig ein Fusionspartner, aber wo man auch immer überlegen kann, ob man nicht gemeinsam sogar noch gegen einen Dritten antreten kann, ne? Der dann vielleicht sogar, sehen wir jetzt mal wieder Beispiel Quick Commerce, könnte ja auch das gemeinsame Feindbild Amazon sein oder sowas. Und das kann natürlich an manchen Stellen dann eben auch helfen. Von daher, diese Offenheit kann ich sofort nachvollziehen. Ja, absolut. Super, also ich fand das großartig. Haben wir denn aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen? Du, also im Endeffekt vielleicht nochmal zur Hintergrundstory von DemoUp, weil das vielleicht auch mal für den einen oder anderen sehr spannend ist. DemoUp war ja im Endeffekt eine klassische Turnaround-Story. Die Firma wurde ja vor knapp 6 Jahren gegründet, war ein klassisches Berliner Startup, viele Investorengelder eingesammelt, erste Erfolge gefeiert. Und dann sind nach 5 Jahren die Gründer rausgegangen. Ist die Puste ausgegangen, haben sich neu orientiert und das war dann im Endeffekt die Chance für zwei der Investoren, der Bestandsinvestoren, Björn Jopen und Dr. Fabian Bohne, die das Potenzial einfach in der Firma noch gesehen haben und die das Ganze dann federführend übernommen haben, uns als Management, den Tobias und mich, Tobias Degele, mein Geschäftspartner, dazugeholt haben. Und dann haben wir im Endeffekt 2 Jahre, 1,5 Jahre sehr hart daran gearbeitet, das Geschäft wieder aufzupäppeln. Wir haben derzeit den Umsatz verdreifacht, haben Sales hochgepusht, haben Prozesse optimiert und das hat uns dann im Endeffekt auch erst so attraktiv für eine Fusion mit Cliplister gemacht. Und ich glaube, da bin ich auch sehr stolz auf meine Partner und Kollegen, dass wir das so hinbekommen haben. Das finde ich jetzt super interessant. Also das war mir gar nicht so bewusst. Dann lass uns doch da nochmal kurz nachhaken. Also wann erkennt man denn, dass ein Unternehmen ein Turnaround-Case ist? Also dass es überhaupt das Potenzial für einen Turnaround hat? Ja, also ich glaube, wenn man einen soliden Kundenstamm hat und wenn die Firma am Ende nur noch 1-2 Mitarbeiter hat und trotzdem die Kunden loyal zum Produkt und zum Unternehmen stehen und alles weiterhin funktioniert, dann zeigt das, glaube ich, irgendwo, dass da einfach Potenzial schlummert. Und mit dem richtigen Team kann man sowas dann auch wieder aufpeppeln. Ich glaube, das haben wir in der Zeit jetzt bewiesen. Ja, und was dieses Team, also vielleicht dann auch nochmal die Frage an dich, das betrifft jetzt dich und deinen Kollegen. Was zeichnet denn einen guten Turnaround-Manager aus? Welche Qualitäten muss der da mitbringen? Ja, also ich glaube, es ist uns gelungen in dieser Viererkombination, also mit Björn und Fabian als sehr erfahrene Manager und Unternehmer und Tobias und mir als die, ich würde mal sagen, jungen Wilden, sehr schnell einfach zu erkennen, wo kann man Sachen verbessern,
vielleicht auch Sachen, die festgefahren sind, Prozesse oder Sichtweisen in den letzten Jahren, die halt die Gründer am Ende nicht mehr gesehen haben. Mhm. Und ich glaube, da ist es uns gelungen, einfach einige Sachen zu verändern, den Vertrieb nochmal mit richtigem Vertriebsfokus an das Thema ranzugehen und so die Firma wieder aufzupäppeln. Ja, das erklärt dann auch ein bisschen, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht ansprechen, aber das erklärt vielleicht auch ein bisschen euren, sag mal, sehr unübersichtlichen Cap-Table, ne? Den habe ich nicht ganz verstanden. Da sind ein paar, also da sind eine ganze Reihe an Investoren dabei. Björn Jopen habe ich auch gesehen, aber gibt dann irgendwie auch eine Gruppe, die hält noch 49%. Das ist wahrscheinlich das alte Team, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Nee, also das ist, du meinst jetzt nach der Fusion, ne? Ja, das genau. Ist dann im Endeffekt der Gesellschafter, der Clipbissler. Aha, okay, genau. Aber es sind eine ganze Reihe an, also ich glaube Mountain habe ich auch da drin gesehen, genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gar nicht, Creator oder so, ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen. Aber es war eine ganze, also es waren wirklich sehr viele Investoren mit relativ kleinen Anteilen, ne? Ja. Und im Endeffekt in den letzten 6 Jahren waren da einige Investoren beteiligt an dem Thema. Und so kommt das dann auch zustande. Und die kauft man dann nicht klassischerweise vor so einer Fusion oder vor so einem Turnaround-Case raus? Ist das nicht sogar spannender? Ja, also wir fanden es spannend. Wir hatten eine sehr gute Beziehung dann auch am Ende der Demo-Up-Zeit mit unseren Investoren und allen. Die haben alle dran geglaubt und wollten daran partizipieren. Und das wollten wir denen dann natürlich auch ermöglichen. Ah ja, super. Cool, also dann auch das sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Erst recht ein Grund, dass wir mal in Kontakt bleiben. Also da freue ich mich wirklich über ein Update. Wie gesagt, so in einem halben, dreiviertel Jahr ist vielleicht ein guter. Also komm du auf mich zu gerne, ja, aber das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass wir mal so eine Wasserstandsmeldung nochmal machen, ja? Ja, sehr gerne. Lass uns das Ganze machen, ja. Super, dann danke ich dir erstmal, ne? Und alles klar. Erfolgreiche Zeit. Bis dann. Ciao. Danke, bis dann. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war's für heute. Das war Nader El Ali, der CEO von DemoUp Cliplister. Damit sind wir durch für heute, aber ich möchte mal kurz hinweisen auf die Folge davor. Nämlich bei uns vorhin war ja Lena Jüngst, Chief Evangelist und Co-Founderin von AirUp. Ein ganz tolles Unternehmen, das gerade so richtig durch die Decke geht, hat gerade 40 Millionen eingesammelt, zum zweiten Mal in diesem Jahr. Und wie es dazu kam, was die Story ist und vor allem, was die Learnings sind. Und auch, warum man sich als Frau nicht zu verstecken hat in dieser Szene, warum viel mehr Frauen gründen sollten. All diese Themen haben wir vorhin besprochen. Hört euch das mal an und vor allem die Bitte, empfehlt das gerne weiter, denn das sollten möglichst viele potenzielle Gründerinnen hören. Dass Gründen Spaß macht, hört man Lena auf jeden Fall an. Deswegen ein sehr, sehr erfrischendes Gespräch mit ganz vielen tollen Insights. Hört euch das am besten mal selbst an und dann am besten auch gleich weiterempfehlen. So, und damit sind wir durch. Ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wieder hören. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wie gesagt, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Diese Folge wurde präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Partizipiere bereits ab 2.500 Euro mittelbar von der Wertentwicklung ausgewählter